Hallihallo, ich bin's wieder, euer Knosti. Wir befinden uns heute nicht direkt im Ladebildschirm, sondern noch kurz in der Lobby. Und wir machen nämlich eine Herausforderung jetzt, nämlich 7 Abschüsse mit einem Sturmgewehr ohne zu sterben. Machen wir jetzt mal kaufen. Machst du das wirklich? Ja. Also bei Black Ops 1, für alle, die es nicht wissen, man kann so Aufträge kaufen und wenn man die dann erfolgreich hat, dann bekommt man Geld und auch EP. Bitch. Ja super, jetzt muss ich ein Sturmgewehr nehmen. Was ist denn ein Sturmgewehr? Sturmgewehr. Farmers. Na, aber Galil ist auch geil eigentlich. Ja, und aber ich nehme jetzt Galil. Weil Galil haben wir noch nie gesehen auf YouTube. Noch nie. Warum ist die Galil so stark? Dann spiele ich sie selber. Das sollte jeder kennen. Killstreaks auch wie immer dabei, oder? 8, 9, 11. No. So. In Black Ops war das so easy, diese Killstreaks zu erreichen. Also damals, was aktuell war, nicht, aber im Nachhinein ist es richtig easy. Ja, dort war es auch easy zu erreichen. Da hab ich's nie 100 bekommen, aber wahrscheinlich war ich da einfach so schnell. Ja, ich schon. Ja. Leute, und ich zeige euch jetzt einen geilen Spot hier, einen geilen Grenade-Spot. Hier so, einfach mal hier rüber und nachher... Und hier und dann rüber, ja. Und dann muss ich eigentlich einen Kill bekommen, habe ich nicht. Das ist gleich mal... Ich bin nur gestorben. Der hat mir gefailt mit der Khalil, aber wurscht. Mann, dieses Hundekind, Mann. Hundekind? Jawohl. Doppelabschuss. Da ist keiner, das heißt, wir können hier rein. Aber ich sagte, die Partie wird jetzt, die wird schlechter, sehe ich von hier. Ja, vor allem dieser Crane Pit campt dort oben rum. Gäb's Ruhe. Wie war die Ruhe? Spionageflugzeug am Himmel. Der laggt rum ohne Ende, das gibt's nicht. Mann. Der laggt rum. Ich hab den mindestens 10-mal getroffen. Ja, genau, du bist ein dummes Hundekind. Kind, dumm Hund. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich ihn endlich getötet. Oh, wo ist der da? So. Schon wieder so ein Scuff-Kill. So. Wo sind die Gegner? So, leg dich hin! Gut! Da ist noch einer oben, oder? In der Hütte da. Ja, da ist noch einer. Ah, das wird eng, dass ich den kill. Nein! Boah! Ich habe jetzt schon 7 Abschüsse ohne zu sterben. Jetzt. Ich habe die Herausforderung schon geschafft. Ich habe S71, Huey und jetzt bin ich down. Warte, ich setze den Helikopterschützen ein. Du hast nicht Blackbird raus. Ja, ich kann nicht. Das geht nicht. Das habe ich damals. Ich habe mir damals schon gewünscht, dass sowas gibt wie MW3. Also, das fand ich gut in MW3 und in Black Ops 2. Dass man die auswählen konnte, die Killstreak, die man einsetzt. Aber sonst waren die beiden Spiele. So, ich habe auch mein Blackbird. Nice. Aber du brauchst ihn jetzt eigentlich nicht einsetzen, wenn ich den Huey habe, gell? Ja, eh nicht. Nur das Ding ist. Wenn ich jetzt den Kill jetzt hier mache, gleich, dann habe ich auch einen Huey. Ah, nein! Bist du raus? Ja, ich bin raus. Fuck. Das ist sehr gut, S71. Hast du den Huey jetzt auch? Also, das ist ein Bash vom Allerfeinsten gerade. Ein Kill, dann sind die Hunde in der Luft. Ich hoffe, du stirbst. Wenn ich schon nicht die Hunde bekommen darf, dass du aus nicht. Dass du aus. Dass du Hunde sind in der Luft? Nein! Huey auch. Huey und Hunde in der Luft? Mhm. Ich habe noch einen Blackbird, den ich noch einsetzen will, Alter. Verrückt dich. Da klaue ich mir nicht alle die Kills. Jawohl. Alter, deine Hunde sind mir auch am Arsch da. Die klauen mir auch alles. Ja, ich bin schon gegeiert worden, die Hunde sind. So. Ah, das ist eine geile Partie jetzt. Die bockt sich. So ist normalerweise. Eben, das ist. Seht ihr auch mal geile Runden von mir. Weil in dem Spiel habe ich es auch drauf. Nicht so wie den neuen. No. So. Feindliches Spyplane, das ist.
Aber das Ding ist, ich schreie ja immer rum. Aber das ist einfach nur, weil ich weiß, dass ich so gut spiele und das raushauen kann. Weil die Gegner. LOL! Das hättest du jetzt gerade sehen müssen, Alter. Ich hab nochmal Blackbird. Ich glaube, wir sind die einzigen aus unserem Team, die Kills machen. Das kann ich mir nicht erklären. Jawohl, jetzt habe ich den Huey, aber das zahlt sich jetzt eh nicht mehr aus. Rauszuhauen. Also scheiß ich drauf. Nein! Nicht turned on! Komm, last kill! Uah! Ja! Besser Controller, kauft ihn. Nice! Sehr gut! Einfach mal extrem irgendwie geschossen. Aber wurscht. Mhm. Das passt, oder? Ja. 33-3. Kann man lassen, oder? Richtig. Gut, und sagt mir in den Kommentaren, was ihr von dem Score haltet, ob ihr das auch so gut könnt, live. Und schreibt euer Lieblings-COD in die Kommentare. Genau, das ist heute die Videofrage. Schreibt euer Lieblings-COD in die Kommentare und mit welchem ihr angefangen habt, das würde mich auch interessieren. Schaut beim Gabs vorbei, links in der Beschreibung, und sagt Tschaußen, bis zum nächsten Sonntag, euer Knosti. Tschüss.